Guten Tag, mein Name ist Hermann Kretschmer und ich bin als Vorsitzender des Forschungsausschusses im Münchner Kreis verantwortlich für die Zukunftsstudie. Wir befinden uns derzeit in der achten Runde einer solchen Zukunftsstudie. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Leben, Arbeit, Bildung für das Jahr 2035. Wie wird sich Leben, Arbeit und Bildung durch die Nutzung von künstlichen Intelligenztechnologien verändert? In den ersten Delphi-Studien haben uns über 500 Experten mit außerordentlich spannenden Meinungen und Beiträgen überrascht. Sie haben viele Themen aufgegriffen, die wir Ihnen nochmals zur Diskussion stellen wollen, um herauszufinden, wie Sie diese etwas veränderte Sichtweise beurteilen. Ich will Sie also einladen, auch in dieser Runde wieder intensiv mitzumachen. Überraschen Sie uns mit Ihren Einsichten, mit Ihren Meinungen zu den Themen, die wir vorgeschlagen haben. Und vor allem genießen Sie es, sich mit dieser doch so spannenden Fragestellung auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank.